Ach, der hat Flug drauf. Flug und Fee ist das. Okay. Smackdown. Ach, endlich mal eine Gesteinsattacke, ja. Ob er selber schafft? Probieren wir mal. Halt einen riesen Levelunterschied. Aber normale Attacken gegen Stein sind ja schon mal nicht gut. Und was werden? Perfekt. Nice. Lecker, das ist noch gut gegen Flug oder Fee. Eigentlich nichts hier, ne? Kein Gift da. Das ist noch gut. Gift und Stahl. Ne. Oh, komm, das kleine bisschen da. Metallklaue. Ist ungenau. Na gut, 95 geht aber noch. Aber wir haben Flug und Stein, das muss auf jeden Fall bleiben. Verfolgung mit 40. Fury Cutter mit 40.
Metal Claw mit 50. Ja, Fury Cutter wird immer stärker. Bringt mir Unlicht hier irgendwas? Auf Stein und Flug, ne? Was haben wir da für Schwächen? Stein hat Schwäche Wasser und Pflanze. Pflanze wird durch Flug wieder negiert, also Wasser. Nichts davon hilft gegen Wasser. Stein hat noch gegen Kampf. Nichts davon hilft gegen Kampf, außer Flug. Also, ja. Bin ich gerade Stein? Boden. Gegen Boden hilft Käfer. Ich glaube, ich mache Unlicht weg. Unlicht hilft nur gegen Psycho. Da habe ich auch schon... Ist Käfer gegen Psycho? Ja. Ja, ich mach Unlicht weg. Oder? Weiß es nicht. Käfer hilft gegen Pflanze. Gegen Psycho. Und gegen Unlicht. Metall ist eigentlich nur gegen Eis, Stein und Fee. Gegen Eis, Stein und Fee. Das ist auch schwer zu sagen. Hat sich da was entwickelt oder ist es einfach nur ein anderer Skin? Und die haben jetzt einfach mal zufällig einen anderen Skin benutzt. Bei mir ist schon aufgefallen, dass der Sprite, der verwendet wird, dass der bei NPCs ein bisschen random ist. Alter Schwede. Also Smetbo und Clefairy, was ist das? Pummeluff? Smetbo und Pummeluff ist eine krasse Kombination. Mist. Hä? Ja. Jetzt kommt diese Form. Vielleicht hat es sich wirklich entwickelt. Kann sein. Vielleicht war es davor nur ein... wie heißt das? Vor Pummeluff. Pummelfluff oder sowas? Was?
Pipi? Klar. Ach so, Pummelhof heißt ja dann Igli und so ein Zeug, ne? Ja, genau, Clefairy. Ob es dann ein Pi vorher war vielleicht und jetzt zu einem Pipi geworden ist? Oh ne. Nein. Da. Ja. Im Metronom auch noch minimized. Ancient Power. Aber Ancient Power ist ja eigentlich special. Bleibe ich lieber bei Smackdown, ganz ehrlich. Machen nur noch ein paar Kämpfe. Der ist ja jetzt schon knapp bei Level 20. Und dann geht's endlich weiter. Echt krass, wie viel sich alles zieht, wenn man andauernd die Teammitglieder verändert. Oh Mann, daneben. Aber das echt machen sollen. Das trifft immer, oder? Ja, aber das trifft immer, glaube ich. Ja. Reicht noch vom Schaden nicht. Jetzt wird's Zeit. Auf zum Felstroller. Dort müssen wir Volteballs fangen. Vor dem Felstroller. Und im Felstroller Marschollo. Und dann kommen wir wieder zum nächsten. Im nächsten Trainingsmoment, weil wir dann natürlich Xela wieder umbauen.
ist schrecklich. Es ist schrecklich. Du hast Pokémon mit dir dabei. Du gehörst mir. Und meine Hose lasse ich an, okay? Reaping Sprout? Du hast Reaping Bell? Also die Weiterentwicklung von Bell Sprout. Die Weiterentwicklung von Knofenser. Ist Ultrigaria, ne? Die hat Ultrigaria kombiniert mit einem Knofenser. Warum? Oh, ist das herrlich. Ich liebe dieses Spiel. Oh, dieses Spiel ist der Hammer. Unglaublich. Du hast mich reingelegt. Ich bin reingelegt. Du hast mich angegriffen. Rematch, ne? Super. Ich war gelangweilt. Mir war langweilig. Metal Claw könnte hier gehen, ne? Ja. Oh, ich dachte, Stein gegen Stein wäre nicht effektiv. Ich dachte, das cancelt das, aber es cancelt es nicht. Mist. Das habe ich mir nicht ganz überlegt, wa? Manix. Mankey. Und Onix. Sieht aber auch irgendwie geil aus. Das sieht einfach irgendwie geil aus, finde ich. Kennst du, ist schon jetzt schon ein bisschen älter, der Anime, kennst du noch Bleach? Da gab es diesen einen Typen, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Der war eine Weile lang der Rivale von Ichigo und dann waren die befreundet. Am Ende waren ja alle befreundet, ne? Aber gab's der eine, der hat dieses Schwert, was so ausfährt und wie so ein bisschen wie eine Schlange wird. Und im Bankai-Zustand ist es dann wie so eine riesig große Knochenschlange. Fast schon so wie so ein knöchernes Garados, sowas in der Art, ne? Aber mit Fellstücken dazwischen, ne? Ich finde, das sieht so übelst aus wie das Bankai von Renji. Wenn man das Bankai von Renji in eine Pokémon-Form bringen würde, das wäre. Ja, mach weiter so. Oh, warte mal. Ich habe ja keine Pokémon mehr. Ally Switch. Dass die Kamera jedes Mal zurückspringt. So, nach links, nach Johto. Das ist ein bisschen ungünstig. So minimal.
Du hast schon ganz schön Eier, dass du gegen mich angetreten bist. Noch ein Rematch? Nee. Ich nehme den Felstunnel, um nach Lavandia zu kommen. Das werden wir auch machen. Das werden wir auch. Ukano und Fleckmon. Wow. Wenn der Gegner in dieser Runde schon einmal Schaden genommen hat, wird die Attacke verdoppelt. Aber wie soll man das denn hinbekommen? Ist der Gegner schon einmal getroffen worden in der gleichen Runde? Das geht ja eigentlich quasi dann nur in einem Doppelkampf. Ja, jetzt weiß ich nicht. Überlege ich wieder, ob ich Metal Claw wegmache. Kloppt, ne? 60er Stärke halt. Ach man, ich weiß es nicht. Das Moveset von dem ist sowieso irgendwie ein bisschen merkwürdig. Nee, ich glaube, ich bleibe bei der Metallklaue. Psymander. Psyduck. Enton. Enton und Glumanda. Enton und Glumanda. Also wieder Wasser und Feuer. Was mach ich denn da? Xela. Oh Gott, sieht das scheußlich aus. Da kann keiner behaupten, dass das wäre süß, oder? Das sieht einfach nur bekloppt aus. Jetzt bitte nicht selbst verletzen. Bitte nicht selbst verletzen. Ja. Ein Feen-Typ-Pokémon bringen, tauscht er uns eins von seinen. Und falls ihr euch noch daran erinnert, wir haben eine Quest, bei der brauchen wir ein Feuer-Wasser-Gemisch. Wir haben immer noch kein Feuer-Pokémon gefunden bis jetzt, kein eigenes. Wir könnten ihm jetzt irgendeine Fee bringen, die wir nicht mehr brauchen. Und dafür dann das, weiß ich nicht was. Das Psymander oder das andere. Irgendeine Fee. Geht auch so eine Kombination? Stimmt, oder? Sollen wir Vampipi oder Psybet? Was sollen wir abgeben? Vampipi oder Psybet? Pybet. Ich würde sagen Pybet, weil Pipi sieht doch irgendwie süß aus. Pybet ist einfach nur eklig. Ja, siehst du genauso.
Slow Life irgendwas oder Psymander? Ich würde das Psymander nennen. Spielt ja eh keine Rolle, aber. Aber hier ist zumindest ein Starter-Pokémon mit drin. Und wir geben Shadow ab. Wir geben Shadow ab. Ja, die ist ja auch Fee. Also, ciao, Shadow. Thank you for pressing the self-destruct button. This ship will self-destruct in 3 minutes. Ich verspreche, ich kümmere mich gut darum. So, und wo mussten wir das Ding hinbringen? Ich bin der Meinung nach Orania. Ja, sie mag Typenkombinationen, die normalerweise so eher selten sind, ne? Und möchte gerne Feuer plus Wasser sehen. Ja, ja, das ist es. Oh! Das ist so cool. Hier, nimm das als Dankeschön. Rare Candy. Haben wir jetzt überhaupt noch irgendwelche Quests offen? Eine. Ach ja, wir brauchen immer noch Voltaballs. Mehrere, glaube ich sogar. Bin mir nicht ganz sicher. Klang so, als sollten wir mehrere bringen. Ich bin jeden Morgen früh aufgestanden, um meine Pokémon aus ihren Kokons, kann man das auf Deutsch so sagen, Kokons, aus ihren Puppen, die verpuppen sich ja in so Kokons, ja, um sie aus ihren Kokons aufzuziehen. Ja, Kokons, ne? Nicht Kokons. Ich spreche mittlerweile mehr Englisch als Deutsch. Ich hab, weißt du, mir fallen die Wörter manchmal nicht ein. Ein Smetbo mit einem Bibor. Das müsste noch zweimal Käfer oder irgendwas Mistiges sein. B3 ist genau die andere Kombination. Einmal Smetbo vorne und einmal Smetbo hinten. Putzig. Drachenatem. Oh, jetzt wird's interessant. Gegen was ist Drachen denn gut außer Drachen? Drache ist nur gegen Drache gut. Schlecht gegen Stahl und macht nichts gegen Fee. Ist die Frage, will man der Drache überhaupt mitnehmen? Was bringt mir denn Brick Break? Brick Break ist nur gut gegen Normal, Stein und Eis. Und Stahl ist ja auch schon gegen Stein und Eis.
Brickbreaker noch gut gegen Stahl? Kampf gegen Stahl ist auch noch gut, ja. Und Unlicht. Unlicht ist ja auch noch dabei. Och, ich weiß es nicht. Also es wäre ganz cool, endlich mal irgendwas gegen Drachen zu haben. Wir haben, glaube ich, noch gar nichts gegen Drachen. Ja, doch, Fee. Wir haben Fee gegen Drachen. Ich weiß nicht. Ein Dragon Breath ohne Step. Und ich glaube, wir gehen eher physisch mit dem, ne? Nee, dann lasse ich das. Ist schade, dass man nur vier Slots hat für Skills, ne? Weil man kombiniert zwei Pokémon miteinander, hat dadurch so einen gigantischen Moveset-Pool und dann muss man sich trotzdem für vier Skills entscheiden. Wäre cool, wenn es wenigstens fünf oder sechs wären. Ja. Oh Gott, hier gibt's einen Haufen neue. Ich hab grad keinen Bock. Ich gehe irgendein andermal dann die fehlenden fangen. Ja? Heute nicht. Ich will jetzt ein bisschen vorankommen. Hahaha, na komm schon, Kumpel. Also für die, die es nicht wussten, so sieht ein Dickter unter der Erde aus. Ja, das ist bestätigt. Definitiv. Magiller. Also Mag. Magma, Magbi. Iller. Eiler. Weiß ich nicht. Gehen wir davon aus, Wasser hilft da. Also das Mag ist von Magikarp. Magikarp, Magi. Und das Leer ist wieder von Georok. Okay. Alter, sieht das abgefuckt aus. Alter Schwede, sieht das abgefuckt aus. Vor allem diese normalen Barthaare, die so ein Karpfen halt hat, ne? Die sehen halt richtig so aus wie jetzt von so einem chinesischen alten Kung-Fu-Meister oder sowas, finde ich. Das sieht so wirklich aus wie Barthaare. Und hier unten nochmal ein Bärtchen. Und aus irgendeinem Grund oben ein Irokese. Völlig verstörend. Wow. Hier. Aber wie heißt denn Georok auf Englisch? Ich komme nicht mehr drauf. Wir hatten das heute schon einmal. Vor einer Stunde oder zwei oder drei. Da hatten wir auch einen Georok und ich bin nicht auf den englischen Namen gekommen. Geodude ist Kleinstein. Na? Und Geowatz ist Golem. Oh, das Georok dazwischen. Graveler? Graveler? Irgendwie sowas war es, glaube ich. Kann das sein? Hahaha, du hast mich fair geschlagen. Wer läuft denn da mit diesem gut aussehenden Pokémon herum? Ja, Graveler. Danke. Bin ich endlich drauf gekommen. Graveler. Gravel ist sowas wie Schotter. Kiessteine und sowas. Shit.
Sandra. Also Sand, Sandsprue. Denke ich mal. Aber Dra. Kingdra. Sidra. Oh, ich wollte das wechseln. Ach nein! Abra! Sandshrew plus Abra. Pidgey. Ein ganz normales Taubsi. Noch eins. Okay. Du bist echt gut. Ja Gott, ich hab schon wieder vergessen, die Typen anzusprechen, ne? Bodentyp Pokémon. Mein Geocarp. Oh my Magidude. Eigentlich, ne, keine Lust. Das wäre aber auch eine interessante Challenge, wenn man das Spiel so spielen würde, dass man bei jedem Tauschangebot versuchen muss, auch wirklich diesen Tausch zu machen. Und das getauschte Pokémon muss dann ins Team kommen. Das wäre doch mal eine Challenge, oder? Da bist du wirklich auch konstant am Pokémon wechseln, am Team wechseln. Und musst du dann noch gucken, wie du damit zurechtkommst, ne? Ja, eigentlich schon ganz lustig, finde ich. Und mir fällt gerade ein, wir haben doch Madara vor kurzem erst umgebaut, ne? Haben wir den ein paar Moves beigebracht? Hat er denn? Ja, hat er. Genug. Los, meine Super-Käfer-Pokémon! Komm und schnapp sie, komm, schnapp sie dir. Komm und schnapp sie dir, Käfermon! Ein Blutzug. Traumato, ne? Traumato und Blutzug, also Psycho und dann Gift? Ich weiß nicht, ob Blutzug erst Käfer und dann Gift ist. Psycho und Gift. Was mache ich denn dagegen? Unlicht. Hallo! Ich wähle dich! Einfach nur herrlich. Ey, nicht vergiften. Shadow kann zwar durch Gift und Verbrennung und sowas nicht verletzt werden, durch Magic Guard, aber außerhalb des Kampfes, wenn man rumläuft, macht es trotzdem Schaden. Meine Käfer! Antidote? Und ein Porsche vielleicht. Na, kein Rematch. Hahaha. Bist du du bist ja ein kleiner zäher Bursche, hä? Alan!
Alan! Alan! Der wird jetzt auf jeden Fall Stein einsetzen. Eknix, also Eckhans, Rittern und Onyx. Also Gift und Boden. Eine blöde Kombi. Ja, Wasser. Wasser. Du musst ja echt verdammt viel nachdenken. Das hat was. Das sieht sogar richtig gut aus, finde ich. Das hat wirklich was. Eine gigantische Steinschlange. Ja, warum nicht? Onyx ist ja schon eine Steinschlange, bloß ohne den Giftaspekt. Ja, du bist wirklich ein kleiner Zehrbursche, du. Mein Pokémon wird stärker und stärker, wenn es sich auflevelt. Das ist normal. Möchte man so meinen, dass das so ist, ja? Math. Mathe. Das ist das Mathe-Pokémon. Also Leute, wenn ihr dann morgen wieder zurück in die Schule geht, ja, und ihr habt keinen Bock auf Mathe, dann wisst ihr jetzt warum. So sieht Mathe aus im echten Leben. Herrlich. Herrlich, wie das aussieht, ey. Mauzi mit Mascholo. Falsche Formel. Ja, falsche Formel im Matheunterricht verwendet. Herrlich. Oh, hier liegt ja was. Oval Stone, ovaler Stein. Und hier können wir jetzt, hier könnten wir jetzt ein paar Voltoballs fangen. Für die Quest und fürs Tauschen da. Wir hatten noch ein Tauschangebot irgendwo für... ich weiß gar nicht mehr was. Wir nehmen einfach mal ein paar mit. Würde ich meinen. Aber zuerst schnappen wir uns das hier und gehen dann mal zum Pokémon Center runter, dass wir den Teleportpunkt haben. Ja. Ob er einen Venoshock überlebt? Ja. Er würde sogar zwei überleben. Braucht man nicht. Radikal. Ich weiß, wie wir es nennen. Ich weiß, wie wir es nennen. Böse Kufo. Nee, ich weiß was viel, viel Besseres. Ich weiß was viel, viel Besseres. Heul doch! Weil Gary in Lavandia wegen seinem Radikal. Oh Gott, ich hoffe, ich mache mir gar keine Feinde. Weil Gary in Lavandia um sein Radikal trauert. Heul doch! Xela ist wieder da. Xela, ich habe mittlerweile gefunden, wie das Ding heißt, was ich meine. Willst du wissen, wie das Vieh heißt oder wie es aussieht?
Ja, wie es aussieht, habe ich ja versucht zu erklären. Stell dir vor, ein Hummerschwanz, der abgetrennt ist vom Hummer. Dieser Schwanz läuft jetzt rum. Und ich hatte recht mit den Poden. Es sind Isopoden. Isopoden, diese Dinger hier. Die sehen aus wie Kellerasseln oder irgendwelche Mistviecher. Unter Wasser, ne? Können gigantisch werden. Die können so groß sein wie ein Kopf oder sowas, ne? Und die werden halt in asiatischen Ländern auch teilweise einfach dort so gegrillt. Und was ich meinte mit Hummerschwanz, diese Segmente, weißt du? Diese Segmente hier oben. Wie so ein Hummerschwanz halt. Ja. Und die Dinger, die Giant Isopods, wie gesagt, die können teilweise so eine Brummer sein. Und da habe ich auch Videos gesehen, wie die gegessen werden halt. Isopods, Cooking. Ja, wir haben doch von Kabuto geredet und komm, das ist doch fast wie ein Kabuto, ne? Bloß ein bisschen anders. Und hab gesagt, eine riesen Kakerlake von unter Wasser. Oder? Oder? Und wie gesagt, habt ihr auch schon gesehen, dass die gegessen werden. Und die sehen am Ende fast so aus wie so ein Kabuto. Bloß das ist Kabuto. Das ist ein bisschen näher an diesem anderen Urzeitskrebs, den wir da gesehen haben. Und das ist quasi so eine Art neuere Version, denke ich mal, davon. Diese Urzeitsversion gibt es ja nicht mehr. Und die werden sich wahrscheinlich in das entwickelt haben über die Zeit. Und guck, wenn du das Ding mal anguckst, das sieht einfach aus wie ein Hummerschwanz. Abgetrennt und als eigenes Lebewesen. Also ich finde, meine Erklärung war ziemlich gut. Ich finde, meine Erklärung war gut. Ich bin bloß nicht drauf gekommen, wie die Dinger heißen. Isopoden. Oder in dem Fall die Giant Isopods. Ja. Ich habe versucht, durch den Felstunnel zu gehen, aber es war viel zu dunkel. Ich konnte nichts sehen. Anscheinend wird dir irgendjemand eine Fähigkeit geben, die dir helfen kann, wenn du eine bestimmte Anzahl von Hotelquests abschließt. Das haben wir ja schon gemacht. Ne? Manchmal kann man im Stich gelassene Eier von seltenen Pokémon in der Wildnis finden. Jemand hat mir gesagt, es gibt ein Nest irgendwo im Felstunnel. Ich habe mal früher im alten Kraftwerk gearbeitet, das gerade südlich von hier ist, aber dann wurde es geschlossen. Ich war dort nicht mehr seitdem, aber ich habe gehört, es ist nur jetzt von Pokémon überrannt worden. Okay. Okay. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt erstmal das Marshallow und die Voltoballs. Und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen, oder? So oder so müssen wir gegen irgendwas kämpfen, sehe ich gerade. Ich war schon ein paar Mal in einer Pokémon-Arena. Aber ich habe jedes Mal verloren. No, Pikachu. Aber hat Pikachu nicht eigentlich immer so einen braunen Fleck am Schwanz? Wo ist denn der braune Fleck hin? Hm? Oder ist der so im Schatten versteckt? So. Da hinten irgendwo. Da ist was ein bisschen dunkel, aber es sieht aus wie nur ein Schatten. Jigglickle? What the fuck? Jigglickle? Was soll das sein? Was soll das sein? Jigglickle? Das ist ein Ickel am Ende. Schacke! Alter! Ein Bummeluff-Schacke! Herrlich! Absolut herrlich! Oh, nicht so effektiv.
Ach, weil es ist ja normal und Fee, deshalb fällt Fee weg. Und dann ist es Rock und Bug, deshalb ist es Bug. Jetzt ist also normal und Bug. Ah, das habe ich jetzt falsch eingeschätzt. Naja. Oder doch Rock. Normal und Rock? Normal und Rock. Oh, ich hab schon wieder versagt. Ja. So. Wie gesagt, Marshallo, Volteball sind jetzt die nächsten zwei Dinge auf der Agenda. Ich muss aber noch mal ganz kurz eine kleine Pause einlegen. 2-3 Minuten, bin ich gleich wieder da. Und dann geht's weiter.